Und damit auch ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren neuen Let's Play-Folge in Gold Rush Simulator. Ja Leute, ihr seht selber, der neue Skins. Ich habe mir mal in Steam Workshop ein bisschen umgeschaut beim Spiel. Es gibt Skins, die Leute selber kreiert haben. Ich muss halt sagen, Alter, das sieht schon Hammer aus. Und ja, wie gesagt, wir schauen jetzt mal alle durch. Auf jeden Fall, ich will euch mal zeigen. Ich finde es halt echt optisch richtig cool. Das ist das Auto, okay. Das ist der Bulldozer, der Caterpillar. Finde ich auch recht nice, muss ich sagen. Sieht cool aus. Der Lader. Ich finde halt Volvo Design echt cool gemacht, muss ich sagen. Sieht echt stark auf jeden Fall aus. Es wirkt halt nicht so rostig wie sonst. Aber ich muss halt sagen, der Bagger an sich. Alter, der sieht sick aus. Der ist echt cool gemacht. Klar, hier vielleicht die Textur okay, der könnte man sich. Aber ich muss sagen, echt top. Es sieht jetzt nicht so lustlos aus wie der andere. Und ihr seht selber, Zalem. Ich war richtig fleißig an Formen auf jeden Fall. Es ging einiges durch hier. Und was ich euch noch zeigen wollte, ich habe ja gesagt, man kann nicht durch Maschinen tappen. Denn das Problem ist, ihr müsst es, nächste Maschine und vorige Maschine, ihr müsst es bei jedem Fahrzeug einstellen. Nur bei den Fahrzeugen, das ihr eingestellt habt, funktioniert dieses Switchen auch. Also wenn ihr das nur theoretisch gesehen, jetzt sagt ihr, das ist eigentlich das, was ich damals schon beim Landwirtschaftssimulator irgendwie gefeiert hätte. Wenn ihr praktisch nur auf eine 1 drückt, würdet ihr praktisch nur im Lader reingehen, würde ich das so sehen. Und dann 2 nur, keine Ahnung, im Bagger oder so. Also so könnt ihr durchswitchen auf jeden Fall. Finde ich richtig nice, muss ich sagen. Da könnt ihr gezielt die Maschine anwählen. Aber, tadam, ich war mal ein bisschen fleißig. Ich habe den Sommer richtig investiert, beziehungsweise mal richtig, im Frühling richtig Zeit investiert. Ich habe 59, knapp 60 Eimer sind es, also eine ist halt zur Hälfte voll, glaube ich. Darum sage ich 59, sagen wir mal 60 Eimer geerntet an Gold, denn wir wollen heute ein bisschen einkaufen. Ich will, wenn es geht, mal schauen, was wir investieren können, auf jeden Fall, was wir so an Gold verdienen. Ja, ich würde sagen, ich mache mal kurz einen kurzen Cut und ich ernte mal das Gold, was rauskommt, wa? 6,5 Stunden später. Ende, dum dum. 52.000 Gramm Gold. Ich hatte ja versehen, ihr seht selber, es ist ja 59.000. Ich hatte 6.000 noch dazu zu, also 58.000 Gramm. 400 Gold waren es. Denn ich hatte kurz mal mit Lag, dann hat es irgendwie schon beendet, der Goldwaschtisch. Also ich habe 58.400 Gramm so im Durchschnitt verdient. Knapp 60.000 Gramm Gold. Und Leute, wisst ihr, was mir eigentlich sogar in den Sinn gekommen ist? Warum kaufe ich nicht mehr Eimer? Also beziehungsweise ich werde hier auch alles optimieren. Denn ihr seht selber, es ist 17 Uhr, es ist so viel Zeit vergangen. Wieso kaufe ich kein Magnetit einmal und alles mal zwei? Doppelter Goldwaschtisch, doppelter Ding. Ich werde hier alles ein bisschen umbauen auch. Ich werde das hier nach hier versetzen. Dann kann ich hier eine schöne Reihe Gold einmal sammeln. Denn mein Ziel wäre es einmal, ich nehme auf jeden Fall den Magnetit einmal mit. Wir starten jetzt mal los. Denn mein Ziel wäre es, wie viel Gold schaffe ich in einem Jahr zu farmen? Ich muss ja jetzt sagen, die Wasserquelle ist inzwischen versiebt. Das habt ihr nicht gesehen wahrscheinlich, das habe ich rausgeschnitten. Ihr seht, hier fließt kein Wasser. Aber uns persönlich spielt das ja keine Rolle, denn wir haben einen Wasserturm. Ich kann mir das Wasser kaufen. Und jetzt ist es eigentlich nur noch, weil wie viel Gold wir verdienen und so. Beziehungsweise wir starten mal durch. Wir fahren zum, beziehungsweise teleportieren zum Schmied. Wir müssen ja erst zur Factory reisen, weil wir ja das Magnetit abgeben müssen. Beziehungsweise wir müssen es ja erstmal verkaufen. Hammer, Leute, oder? So, zack. Hänge ich kurz an. Passt. Guckt euch mal, was wir haben. Magnetit. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht mehr. Der Anhänger war zu 60% schon gefüllt. Also, es war echt eine stolze Leistung, was ich hier durchgezogen habe. Aber darauf hätte ich mal Bock. Es fragt sich jetzt nur, wie viele Maschinen wir investieren können. Also, ich werde alles ein bisschen optimieren, auf jeden Fall. Weil das habe ich mir jetzt unter dem Gold. Magnetit, es soll mir gestern schon gedacht, warum habe ich nur einen Absteiger? Also klar, man kann es jetzt auch übertreiben, 10 Stück kaufen. Aber so 2 Stück wären noch okay, weil das würde ja auch so einen Stromgenerator schaffen. Das meine ich jetzt so. Was hat so ein Generator schafft? Wir haben 66.000 Magnetit. Wie viel haben wir da? Dann, dann. Wir haben 670.000, 680.000 Magnetit. Also knapp 610.000 Magnetit haben wir gut verdient. Ja, lässt sich auf jeden Fall sehen, wa? Few moments later. So, dann schauen wir mal, was wir verbessern können. Und zwar, wir können verbessern. Auf jeden Fall erstmal die Menge. Die macht Sinn.
Dann können wir noch die Zeit verbessern, macht auch Sinn. Und wir verbessern das noch, wenn es geht. Ja. Wir haben jetzt noch Magnetit. Wir haben noch 181.000 Magnetit. Wir können nichts mehr verbessern. Das ist alles auf Stufe 3. Wir können aber Magnetit verkaufen. Und selbst das bringt uns gerade 50.000 Dollar ein. Wir haben jetzt 0 Gramm Magnetit. Alter, wir jetzt schon wieder 80.000. Wir können jetzt einfach nur mit den. Alter, guckt euch mal das an. Einfach kosten 8.000. 3 Sekunden gefühlt. Ja, okay, aber es hilft nichts. Wir müssen Gold schmelzen. Ich werde jetzt warten, bis das Gold fertig ist. Dann sehen wir uns einfach gleich wieder bei der Bank, würde ich sagen. 30 Minuten später. So, Leute, bei der Bank angelangt. Ihr seht selber, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Riesenbahnen und einen kleinen noch. Also, das Gold ist jetzt komplett leer. Das Magnetit ist komplett leer. Wir schauen mal, was die Börse sagt. Die ist jetzt nicht top. Die war schon mal besser. Aber, okay. Alter. Alter, das sind fast 400.000 immer. Wie viel Gold bekommen wir jetzt? Wir haben 26.000. Dum dum. 2,5 Mille haben wir jetzt. Also nicht ganz. Okay, Schmelzkosten sind auch dabei und und. Aber ich habe 2,5 Millionen Dollar verdient in einem Monat. Zum, also 10 Tage Farmen. Und jetzt ist es nicht mal noch auf das Höchste der Gefühle ausgereizt. Also wir schauen jetzt mal, wir kaufen jetzt mal ein. Ich werde jetzt den Tag auch damit überspringen, dass es ein bisschen höller wird auf jeden Fall. Und beziehungsweise ich werde jetzt den Tag nutzen dann. Alles aufzubauen, umzuräumen und das zeige ich euch auf jeden Fall noch. Aber ich hätte es echt mal vor. Bin gespannt, was man so in einem Jahr farmen kann und alles. Das wird interessant. Ich weiß, Maschinen sind jetzt teuer. Ich habe auch so das Ding, dass ich das mir wieder gerne anschaue. 95.000. Also, wir haben ja 2,5 Millionen. Wir haben ja den Clayster Creek billig geschossen, muss ich sagen. Die Kiespumpen auch. Also, ja, die kosten jetzt was. Das ist 1,2 Millionen. 1, okay, das sind sogar mehr. Das ist 1,5. 4, 5, sowas. Also 700.000 knapp. Und die kostet 500. Aber es hilft halt nichts. Ich will halt die haben. 1, 2 hinzufügen. 1,3 nochmal 1,8 schon mal. Holy shit. Das ist einfach echt teuer. Aber wir haben jetzt das beste Equipment. Es geht nicht mehr besser. Also es ist wirklich auf den letzten Stand ausgeführt als. Und 3, 2, 1. Go! Wir haben jetzt noch 600.000 Dollar. Wer fast den. Also im Frankenstein würden wir uns nicht leisten können, oder? Wahrscheinlich. Der wird noch ein bisschen zu teuer sein. Ah, shit, der kostet 870.000. Der wäre halt noch cooler, wenn wir den noch hätten, gell? Der wird halt richtig unsere Leistung nochmal steigern. Aber okay, dann ist es leider so. Dann kaufen wir den vielleicht zum Winter oder so durch. Mal schauen. Oder bis zum nächsten Mal. Wir fahren jetzt nochmal, aber kurz zum Ding. Ich brauche ein bisschen Gold auch, also dann kauft man halt auch noch nicht. Wenn ich vielleicht die Maschine verkaufe, das werde ich jetzt dann machen. Und dann schalte ich auf jeden Fall dann wieder ein. Sollen wir noch, keine Ahnung, angenommen, ich habe eine Million, ich kann mir einen kaufen, dann kaufen wir uns einen auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch schon eine Verbesserung auf jeden Fall, dass wir einen schon mal haben. So, wir schauen jetzt nochmal kurz hier hin, denn ich habe was Spezielles vor. Also, erstens mal brauche ich, den brauche ich leider nicht, das Quad ist eine Enttäuschung. Ich brauche die da. Mobile Waschanlage, die kostet 7.260. Denn, Leute, mein Plan ist es, wenn ich auf Karte des Goldes gehe, Parzelle 3 anklicke, wir haben ja, hier ist ja Gold. Hier ist aber der Eingang zur Waschanlage, hier ist die Waschanlage, so bei 126, 127. Und hier ist ja schlechtes Gold, beziehungsweise sehr, sehr schlechter Boden. Ich würde aber gerne den Eingang machen. Ich wollte erst hier den Eingang, aber das ist zu steil. Ich will hier den Eingang, dass ich ja natürlich auch in die Grube reinkomme, dass ich alles fördern kann, komplett. Deswegen würde ich sagen, ich nehme einfach hier das mit. Diese Waschanlage, die mobile Waschanlage. Denn mit der mobilen Waschanlage kann ich. Das hätte ich eigentlich auch daheim kaufen können, aber okay. Mit der mobilen Waschanlage kann ich natürlich das schlechte Gold filtern. Also ich würde damit das schlechte Gold sieden. Und mit den schlechten. Klar, wir verdienen ein bisschen auch was, nicht so viel und vielleicht auch generell weniger, vielleicht nur 4 Gramm oder so. Aber es ist auch verwertbarer am Boden. Denn es geht erstens mal ein bisschen schneller mit dieser mobilen Waschanlage, das zu sieden. Das ist so meine Intervention. Und wie gesagt, die große Waschanlage dauert ja ein bisschen länger. Hier ist einfach ein Schlauch. Okay, das sieht ja wohl aus Deko. Denn mit der mobilen Waschanlage geht es einfach schneller.
das zu sieben. Ich kann den Boden trotzdem ein bisschen was rausholen, auch wenn es nicht viel ist. Ich will heute jetzt gerne mal abschürfen, dass ich hier reinkomme. Und ja, es geht dann einfach schneller. Die kaufe ich zu Hause, auch wenn die jetzt teuer sind. Ich weiß, ob die Pumpen. Ich kaufe mir ein paar Ersatzteile, würde ich sagen, auf Reserve, damit wir ein bisschen was zu Hause haben. Am nächsten Tag. Wir schließen jetzt mal an. Wir brauchen auf jeden Fall für die wieder Strom. Ich bin auch gespannt, was kann eigentlich bei der Trommel kaputt gehen. Kann da hier die Roller kaputt gehen? Nee. Zeigt es eigentlich gar nichts an, oder? Was wird bei der großen Trommel kaputt? Nichts. Was kann bei denen kaputt werden? Die Pumpensachen hier? Nee, oder? So, ich bin immer gespannt, wie das jetzt abläuft. Also, den machen wir wieder zu. Wo kommt der Eimer hin von der Kiespumpe? Der kommt da unten hin. Ach, es wird nur noch ein einziger Eimer benötigt. Okay, ich brauche noch weniger Eimer, noch mehr Leistung. Ey, top. Noch mehr Eimer, noch mehr Leistung auf jeden Fall kann ich durchbauen. Und die sind ein bisschen versteckter. Was das Problem war bei den Plantern, da waren die Eimer ja hier. Und wenn man hier ein bisschen rangestoßen ist, dann müsste es das weiße Symbol erloschen. Da war es so, ich habe da das zweimal das Problem gehabt. Ich bin rangekommen irgendwie, weil ich mir die Matten entdeckt habe. Die Eimer waren hier, bin hier rangekommen. Und da, so habe ich einmal zwei halbe Eimer nur gehabt. Also, das ist mir zweimal passiert. Ich habe praktisch einen ganzen Eimer Gold verschenkt. Ich muss sagen, da ist der schon cooler. Ich kann halt hier nicht jetzt ranstoßen. Es ist safe drin, das passt schon mal. Also, die laufen, brauchen die auch Wasser? Nee. Die brauchen doch kein Wasser. Ach, die anderen hatten ja auch kein Wasser. Das Wasser läuft ja runter. Deswegen, die brauchen ja kein Wasser. Das ist ja idiotisch. Und was ich noch habe, Leute, als kleine Ding, Info. Ich habe jetzt noch einen neuen Arbeiter, der mir sogar diese Rinnen jetzt entfernt. Also sauber macht. Ich habe jetzt praktisch die. Ich brauche jetzt nur noch Matten waschen. Also wenn ich jetzt noch Leute habe zum Matten waschen, dann ist das am besten. Und was wir noch machen werden, ich werde, ihr seht selber die Federn, klar, die reparieren sie jetzt gerade, aber ich reiß die jetzt raus, da kommen die guten Federn rein. Passt. So, dann kommt die hier rüber. Das sind die besseren Federn, wie gesagt. Wenn wir bleibt mal Gold haben und, dann können wir auch die bessere Motor kaufen. Da geht eigentlich nie wieder was kaputt. So. Bei denen, 78, was hat die? 67. Ich lasse die mal hier, vielleicht hebe ich die auf oder so, dann kann man die mal wieder benutzen. Sollte meine kaputt gehen. Ich weiß nicht, ob die Leute das reparieren. Das ist jetzt interessant. Ich hebe die mal auf, weil wegschmeißen kann ich sie mal wieder. Und ich würde sagen, sonst starten wir mal durch, würde ich sagen, oder? Wir machen mal einen kleinen Testlauf. Alles müsste wieder angeschlossen sein. Wir lassen mal das Wasser fließen auf jeden Fall. Schließen hier wieder an. Wie sieht es aus? Okay, das ist das untere, was fließt. Die unteren Leitungen. Jetzt fließen die oberen Leitungen. Sieht schon mal gut aus, oder? Also hier kommt das Wasser durch. Hier läuft es runter. Ah, wie sich das anhört, Leute. Es hört sich an nach Gold. So, das passt und ich würde mal sagen, 3, 2, 1, let's start again. Jetzt müsste ja viel mehr Gold rauskommen. Ja, ich meinte es vielleicht auch nur, dass es schneller steigt, aber ja, es passt. Warum? Stopp. Step. Shit. Ja, so dumm kann man gar nicht sein. Ich habe halt einfach nicht die Pumpen hier angeschlossen. Super. Echt super. In 3, 2, 1, let it start. 7%. Wie schaut das bei den Eimern aus? Jetzt steigen die. Ich bin auch gespannt, wie die schneller steigen, oder? Nee. Die steigen halt langsamer. Aber es kommt halt mehr Gold raus. Seht ihr, das ist nicht mal synchron. Das ist so ein bisschen schräges, das alles. Aber okay, ich muss sagen, es passt. Es sieht schon richtig geil aus. Also ich weiß nicht. Die High-End-Anlage hier, die hat schon was. Oder nicht? Was würdet ihr sagen? Die hat auf jeden Fall was. Kann ich die Steuerseite reinschmeißen auf jeden Fall. So, dann machen wir mal hier Licht, dass ihr was seht und tam! Jetzt ist es hell, Alter. Jetzt ist es richtig schön hell. Ihr seht, jetzt habe ich alles hier herumgestellt. Hier ist Licht. Ich habe noch Magnetitabschalter, habe ich nur einen gekauft. Wie gesagt, weil ich mache das immer so in Etappen, so vielleicht 20, 30 Eimer, wenn der Wagen und der Jeep voll ist, zack, rein, wieder eine Ladung durchsieben. Und dann stellen wir das mal hier hin und gleich hier hin.
Hier habe ich so ein paar Ersatzteile hin, was halt meistens oft kaputt geht oder gebraucht wird. Hier Ersatzteile, die zum Wechseln sind. Die meistens auch gerne schrotten bei der Anlage, wo man auch brauchen kann. Und hier ist so alles so für die mobile Anlage. Hier zum Beispiel hier den verstärkten Motor schon gekauft und die verstärkten Düsen. Sollten die kaputt gehen, werden die rausgerissen, kommen die in besseren rein auf jeden Fall. Und dann ist auf jeden Fall so das Problem, hat sich dann erledigt. Genauso auch mit zum Beispiel mit dem verstärkten Pumpenfilter und der verstärkte Kühlergenerator kommt dann hier rein bei der Wasserpumpe. Und dann ist eigentlich alles tiptop, muss ich sagen. Sieht echt gut aus auf jeden Fall. Was ich euch zeigen will, ich habe einen neuen Arbeiter eingestellt, der war einer noch zur Verfügung und der hatte 13%. Das war hier der für die Trommel, den kann ich ja nicht, beziehungsweise den werde ich ja nicht einstellen, weil ich habe ja hier schon einen, er levelt ja schon, aber was wir nicht vergessen dürfen, Leute, er hatte 13%, er arbeitet nichts, ich wollte das mal testen. Ihr könnt Leute einstellen und bekommt jeden Tag, den ihr spielt, 1% dazu. Also wenn ihr sie jetzt 13% sie haben, müsste sie ja 87% noch leveln, damit sie auf Level 100 sind, beziehungsweise ab Stufe 3 kann man sie umschulen. Also Leute, die wir einfach gekündigt haben und weggeschmissen haben, waren Fehler. Also ich kann die praktisch jetzt irgendwelche Randoms einstellen, die lassen wir also nebenbei Level, die ich nicht brauche, da muss ein paar auf Reserve haben. Und wenn wir halt sagen, ja okay, es kündigt mal einer oder es ist einer krank oder es ist einer verletzt oder und. Da wechsle ich die aus. Also was auf jeden Fall wichtig ist, zum Beispiel der Bulldozer Level halt auch oder der Lader, das ist cool, ohne dass ich die arbeite. Mechaniker würde ich vielleicht sowieso gerne mal 3 oder 4 Stück haben. Ich meine, da brauchen wir mal die besten Ersatzteile reinhauen und nie wieder wechseln, dann haben wir da ja so einen Ruf. Und zum Beispiel, es gibt ja gewisse Teile, was wollte ich euch so zeigen. Das hier zum Beispiel. Weil es gibt zusätzlichen Slots für Schiffmarken. Das wäre halt schon interessant. Ihr seht ja, der bekommt bald eine Stufe 3. Den werde ich auf jeden Fall dann leveln. Und ich muss sagen, da noch einen dritten zu haben, der vielleicht auch da mal max, ist es cool, wenn einer krank ist, wechsle ich die einfach durch, hau den nächsten rein oder so, Leute, und dann passiert halt nichts mehr. Das ist so das Coole. Und dann habe ich einfach den, zack, ich wechsle einfach den rein. Und wenn er auch eine Stufe 3 ist, dann bleiben alle Matten-Slots erhalten und so. Das ist halt interessant auf jeden Fall, muss ich sagen. Overseer, ja, okay. Ja, auch interessant, aber da braucht man nur einen eigentlich, wie gesagt, macht da keinen Sinn, wenn man dann mehrere hat. Man kann es wieder per Parzellen durchtauschen auf jeden Fall. Von, wie gesagt, das ist auch interessant. Förderband, ja, ist cool, steigert halt die Waschleistung. Mechaniker, wie gesagt, da kann man 3 oder 4 haben.